Magst du dich kurz vorstellen und die Firma vorstellen? Ja, gerne, danke. Ich bin Valerie Schulz. Ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr bei Eberspecher Fest angestellt. Bin im Bereich Studentenrecruiting und Hochschulmarketing tätig und eben gerade bei solchen Events wie heute mit der Hochschulmesse vertreten. Wir sind ein Automobilzulieferer in Esslingen, Oberesslingen, um genau zu sein, direkt am Oberesslinger Bahnhof. Sehr präsent sieht man auch, wenn man mit der S-Bahn dran vorbeifährt. Wir machen alles rund um Standheizungen, Fahrzeugelektronik, also Fahrassistenzsysteme, Klimasysteme und unter anderem eben auch Abgassysteme. Was macht denn euer Unternehmen gerade so attraktiv? Warum bist du zum Beispiel zu Eberspecher gegangen? Ja, was uns sehr attraktiv macht, ist unsere doch junge Kultur, würde ich behaupten. Wir haben uns gewandelt in den letzten Jahren, versuchen einfach ein bisschen jünger, dynamischer, innovativer auch zu sein. Ich denke, das glückt uns sehr gut. Wir haben einen super Standort mit Oberesslingen nahe an Stuttgart, eben auch Einzugsgebiet, auch für Göppingen unfassbar attraktiv. Und auch für Studierende sehr, sehr attraktiv, denn ich war selber Studierende vorher bei Eberspecher, habe mein Pflichtpraktikum dort gemacht und bin dann in die Werkstudententätigkeit gekommen und wurde jetzt fest übernommen. Für Studierende immer sehr praktisch. Das ist gleich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es mit Werkstudentenpraktika oder Bachelorarbeit aus? Sie hast jetzt gleich eingebaut. Ja, haben wir immer ganz viele Plätze in verschiedenen Bereichen. Also wir haben von der Forschung und Entwicklung zum Management, auch in die IT kann man reinschauen. Deswegen, wir sind breit gefächert am Standort Esslingen und haben immer wieder Möglichkeiten für Praktikanten, Werkstudenten und Abschlussarbeiten. Wie sieht es bei euch Vereinbarkeit, Job, Familie und man sagt immer Stichwort Work-Life-Balance, wie sieht es bei euch so aus? Auch gut. Ich würde sagen, wir haben immer von allem etwas. Wir haben auch im Moment Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten 80%. Das heißt, man darf 4 Tage die Woche auch von zu Hause aus arbeiten, wenn es die Tätigkeit natürlich zulässt. Ich denke, wer dann im Testing unterwegs ist und viel vor Ort sein muss, um einfach die Sachen, mit denen wir produzieren, auch zu testen, das ist vielleicht dann eher weniger der Homeoffice-Job. Aber gerade in den verwalterischen Tätigkeiten sind wir viel zu Hause. Das heißt, die Vereinbarkeit ist da auf jeden Fall gegeben und wir bieten da auch immer wieder Vorteile für die Familie und man muss sich nicht entscheiden. Wie rum hält man das so, ne? So rum, genau, jawohl.